Hallo ihr Lieben, heute kommt der angekündigte Action Haul. Ich war ja gestern bei Action und ich war bei zwei Action sogar. Und ja, ich habe auch zwei Kassenzettel, dementsprechend dauert das Preissuchen einen kleinen Moment. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ihr wollt ja immer gerne die Preise wissen. Von daher, jo, werde ich euch die dann ja auch mit sagen. Ich fange mal an. Ich habe nicht nur Bastelzeug gekauft und ja, ich zeige euch das einfach auch, weil ja, die waren diese Woche im Angebot. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Das sind ganz normale Fliegengitter für Fenster. Das war, glaube ich, für 79 Cent im Angebot. Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich es finde, aber ich meine, das hätte 79 Cent oder irgendwie sowas darum gekostet. Oh, 77 Cent sogar nur. Ja, habe ich mir gleich zwei mitgenommen, weil mein eines ist kaputt. An dem anderen Fenster habe ich gar keins. Und ja, deswegen kommen die jetzt da dran. Und ja, ich sehe gerade, das eine ist schon offen. Oh je, hoffentlich ist da alles noch drin. Ja, habe ich nicht drauf geachtet, ist nicht schlimm. So, ich lege es mal zur Seite. Dann habe ich mir mitgenommen, die fand ich ganz toll, diese Holzteile, die, da hatte ich mir schon mal welche gekauft, aber jetzt gab es Blätter und ich liebe ja Blätter. Und hier sind auch Federn drin, das hier ist alles drin. Also hier die drei Arten Federn und diese Blätter und ich fand das so cool. Und jetzt ist ja auch schon bald wieder Herbst und ja, deswegen musste das mit. Und gekostet haben die 79 Cent. Ja, genau, 79 Cent. Dann habe ich ein paar kleine Blöcke gefunden von den neuen und leider nur drei Stück. Ich hätte gerne, ja, eigentlich alle gehabt, aber ja, diesen ganz tollen, den hat mir ja gestern die Yvonne geschickt. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Jetzt habe ich wenigstens den auch noch mit diesem Kawaii-Eis und so. Ja, da habe ich, also 57 Cent kostet so ein Block. Und ich habe hier diesen Endless Love, jeweils zweimal. Lots of Flowers und Happy Spring und ja, ich zeige euch die einfach nochmal ganz schnell, obwohl ihr die wahrscheinlich auch alle schon kennt. Aber ich finde die so toll. Diese kleinen Blöcke, ich habe wirklich viel zu viele und trotzdem muss ich sie immer wieder kaufen, weil ich die so toll finde. Ja, auch die Flamingos, so cool. Ja, das waren die. Dann der. Das ist so hübsch, ich mag so gerne diese Rosenmuster. Und ja. Deswegen müssen die halt auch immer mit. Und für den Preis muss man die einfach mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein ganzes Regal voll mit kleinen Blöcken, aber ja, die gehen irgendwie immer. So, und der. Auch ganz toll. Ja, jetzt fehlen mir noch die anderen zwei. Und von dem mit dem Kawaii-Eis hätte ich natürlich auch gerne noch mal ein, zwei Stück. Aber naja, vielleicht habe ich ja irgendwann noch mal Glück. Ist auch cool. Jo, das waren die Blöcke. Dann habe ich, weil die jetzt gerade hier oben drauf liegen, mir so Sortierboxen mitgenommen. Und zwar, die liegen beim Handwerkszeug, also beim Werkzeug, wie auch immer. Ihr seht gar nichts, ne? Ja, ich tue die mal weg, eine reicht ja. Das sind ganz normale, ja, hier steht es drauf, Sortierboxen für Schrauben oder irgendwas. Also die stehen bei dem Werkzeug, Koffer und Zeugs. Und ich habe die dann mal aufgemacht und so sind die innen drin. Also hier ein großes Fach und dann hier so vier kleine. Und ja, ich brauche unbedingt solche Boxen für die ganzen Sachen von Doreen Beats und so. Weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin. Und diese ganzen Tütchen im Schrank, die nerven mich übelst. Ich habe so eine Schublade, da habe ich die alle reingeworfen. Und ich bin nur noch am in der Schublade rumwühlen. Und das geht absolut nicht mehr. Ich brauche was, wo man sieht, was drin ist. Und ja, gekostet haben die 79 Cent pro Stück. Also das ist ja mega. Sogar beim Teddy kosten die ja 1 Euro, diese kleinen. Ich habe jetzt gerade keine hier. Ihr wisst ja, was ich meine. So, dann habe ich hier so ein Raumspray. Und die ganze Action-Tüte riecht danach. Ich habe jetzt das hier genommen. Ich habe nämlich bei Facebook in der Action-Gruppe gesehen, dass die, das ist ja eine, ich sage jetzt mal, No-Name-Marke und die passen in diese
ja, in diese Sprühteile von was ist das, von Airwick oder sowas, passen die rein und die sind so teuer, diese Airwick-Dosen. Und der hat jetzt, glaube ich, 1,35, ja, 1,35 gekostet. Und die Airwick-Dosen an sich kosten beim Action schon 3 Euro irgendwas, glaube ich. Also schon mal mindestens das Doppelte. Und ich meine, beim Rossmann wären sie noch teurer, aber da kann ich mich jetzt täuschen, das weiß ich nicht. Ja, ich habe mir die jetzt mitgenommen, weil die soll da reinpassen und das werde ich mal ausprobieren. Da gab es allerdings nur zwei verschiedene Sorten. Einmal hier Flowers und dann Lavendel. Und ja, dann habe ich halt hier Flowers genommen und ja, bin mal gespannt, wie das riecht und wie das so, ja, ob das funktioniert. Dann riecht hier auch noch in meiner Action-Tüte hier diese kleinen Teelichter und ich fand die so toll. Ich habe mir Cotton Fields mitgenommen. Sonst hatte ich immer so Berry und so ein Zeugs. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und die kosten auch 79, Quatsch. Was kosten die? Ne, 97 Cent kosten die. Und die sind so toll. Oh, die riechen auch so wie frisch gewaschene Wäsche. Ich habe mir auch eine Yankee Candle gekauft gestern. Ich war nach dem Action nochmal beim TK Maxx. Der hat jetzt bei uns neu aufgemacht. Und ich bin wirklich nur hingegangen, um zu gucken nach Yankee Candles, weil die sind da ja immer so ein bisschen günstiger. Und ja, ich habe mir jetzt zwei Yankee Candles gekauft. Einmal Fluffy Towels, die riecht fast genauso. Also einfach nach frisch gewaschener Wäsche und dann irgendwie, wie heißt das, Cappuccino-Trüffel oder so. Und die riecht eigentlich total so nach Schoko, Kaffee, wie auch immer, richtig toll. Und die haben 17,99 nur gekostet. Und der UVP liegt ja mittlerweile bei irgendwie, also da stand drauf UVP 27 Euro. Aber soweit ich weiß, sind die Yankee Candles mittlerweile ja auf 29,90. Also ist 17,99 schon ein Toppreis. Und ich liebe ja Duftkerzen, wie ihr wisst. Ich habe euch übrigens, falls euch das interessiert, in der Infobox einen Amazon-Link verlinkt über meine Yankee Candles, die ich aktuell benutze, falls ihr die nachkaufen wollt. Ich habe die immer ganz gerne beim Basteln an und ich finde es immer ganz, also ich habe immer Duftkerzen an. Und ja, falls ihr gucken wollt, in der Infobox steht der Link zu meinen aktuellen Duftkerzen immer drin, die ich gerade aktuell beim Basteln anhab. Und ja, könnt ihr über den Link bestellen, kennt ihr ja schon mit den Affiliate-Links, entstehen euch keine Mehrkosten und ihr unterstützt damit halt ein bisschen meinen Kanal. Habe auch noch Bastelsachen verlinkt, also ihr müsst jetzt keine Yankee Candles kaufen oder so. Ja, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. So, dann machen wir mal weiter. Genug gelabert jetzt. Ich habe mir hier noch diese Fabric Sticker Sheets gekauft. Ich finde die ganz toll. Ich hatte schon mal so welche von Action. Und aber die sind jetzt mit so hier so Prägungen in Silber und Gold. Fand ich mega toll. Ja, sind 8 Stück, jeweils 2 von von jedem Design. Und die sind drin. Ihr seht sie auch hier. Also mit hier sind sogar unterschiedliche. Ja, doch, das sind 8 unterschiedliche. Ich dachte, das wären 2 von jedem. Nee, sind unterschiedlich. Guckt hier, das ist drin. Finde ich total toll. Die, ich habe die auch schon mal auf die Rückseite von Resin-Teilen geklebt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Vielleicht werde ich das auch wieder so machen. Mal gucken. Ja, und hier sind die drin. Diese Designs. Auch ganz toll hier mit den Sternchen. Ja, naja, hier kann man es sehen. Also es ist immer hier die und hier sind die. Ja, dann habe ich mir die 2 mitgenommen. Da gab es noch mehr, aber ich fand nur die schön für mich. Ach so, und gekostet haben die, jetzt muss ich gerade gucken, 92 Cent. Ja, genau. Dann habe ich mir Glitzersticker mitgenommen. Buchstaben, die haben 76 Cent gekostet pro Bogen und Buchstaben kann man ja nie genug haben. Jetzt habe ich die auch noch falsch rum, ist ja auch nicht egal. Ich habe mir mitgenommen zweimal Silber, weil ich so oft Buchstaben brauche und ja, und mir die irgendwie immer ausgehen. Also habe ich zweimal Silber, zweimal Türkis, die fand ich auch ganz toll, die Farbe, und zweimal Pink. Ich habe dann gesehen, es gab auch noch Rosa. Aber ich dachte mir, man kann halt einfach nicht immer alles. Ich meine, 76 Cent sind auch fast 1 Euro für so einen Bogen. Und bei 6 Bögen sind das halt schon fast 6 Euro. Ja gut, 5 Euro habe ich bezahlt fast. Genau zu sein, 4,56 Euro. Und ja, das ist schon viel für so ein paar Buchstaben. Und deswegen habe ich die Rosa dann doch liegen lassen. Ja, vielleicht kommen die aber anders mit oder so. Mal gucken.
Dann wühle ich mich mal weiter in die Kiste. In die Tüte, meine ich. So, hier sind jetzt die Umschläge, die ich gekauft habe. Das habe ich gestern schon mal erwähnt in dem Goodiebag-Video. Ich fand die so toll, diese Pastellfarben. Und da werde ich dann auch Goodiebags draus machen. Und ja, was haben die gekostet? Umschläge 59 Cent pro. Also, ja. Ist sehr günstig. Und ja, daraus werde ich dann auch das Goodiebag für die Yvonne jetzt basteln, die Tage. Ja, genau. Dann habe ich mir mitgenommen, endlich mal, die gab es nie bei mir, nie. Color Your Own Postcards. Und ich wollte die schon immer mal haben. Und die gab es einfach bei keinem Action nie, wo ich da war. Und ich finde das so hübsch, finde die Idee so süß, das einfach anzumalen. Und da sind so schöne Motive drin. Und ich würde auch so gerne mal ausmalen. Ich glaube, vielleicht kann man das auch mit Twin-Marker ausmalen, weil das Papier ist recht dick. Und ja, selbst wenn es durchdrückt, man muss das ja nicht als Postkarte verschicken. Man kann das ja auch in einen Rahmen oder wie auch immer tun. Ja, ich fand es eigentlich ganz süß. Ich zeige es euch mal im Schnelldurchlauf, sonst ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu langweilig hier. Ah, hier cool mit den Kirschblüten. Love. Da gab es verschiedene Blöcke. Ich habe mich dann für den entschieden. Ich fand auch das hier so süß. Mit dem Schweinchen und in der Tasse. Das ist so putzig. Ich denke, das werde ich mir hier irgendwo aufhängen dann. Hier, Isis. Jetzt habe ich eins überblättert. Hier so eine Uhr. Erinnert wieder an Alice. Miezekatze. Schlüssel, auch ganz toll. Und hier ist Einhorn. Ja, das war's. Was hat der Block gekostet? Gerade habe ich es noch gesehen. 99 Cent. Ja, also super günstig. 30 Stück sind da drin, ne? So. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir aber noch einen zweiten gekauft. Und zwar habe ich den türkisen. In dem ersten Action gekauft, da gab es noch einen in rosa und einen in lila, glaube ich. Die haben mir aber vom Inhalt her nicht so zugesagt und ja, dann habe ich die dort gelassen. Dann war ich in dem anderen Action und da gab es dann hier das in braun und da habe ich gleich gedacht, ui, da musst du mal reingucken, das gab es ja gar nicht im anderen Action. Und da sind jetzt hier so diese Motive drin und ja, das musste dann auch nochmal mit, so mit so Sprüchen. Und ja. Das fand ich nämlich auch ganz cool, auch mal so mit diesem schwarzen Hintergrund. Ist auch cool. Home is where a cat is, ja. Ich dachte, where my cat is. Ah ja, passt ja zu mir. Wieder eins überblättert. Auch ganz cool, mal so als Karte im Tauschpaket oder irgendwie sowas. Happy Birthday, also ist ja auch mega. Kann man auch immer gebrauchen. Ist auch süß mit der Rakete. Ja, ich denke, ich werde mir da ein paar irgendwie einrahmen und aufhängen. Finde ich echt ganz cool. Ja, und wie gesagt, der hat auch 99 Cent gekostet. Mann. Ja, ja. So ist das. So, das war's, genau. So, da, so viel dazu. Dann habe ich mir in dem anderen Action auch noch einen, so einen langen Block mitgenommen. Die gab es in verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, Designs wieder mal, ist ja klar, gibt es ja immer. Die sind meiner Meinung nach auch neu und ich hatte die auch in dem ersten Action schon in der Hand. Die gibt es auch mit so Muster. Mit so Holz und Stein, Hintergrund und ja, sowas halt, ne? Und ich fand das eigentlich ganz cool, aber dann habe ich gedacht, nee, ich habe so viel Papier. Ja, jetzt muss wieder die Kirche bimmeln. Naja, egal, ignoriert es einfach. Ich habe so viel Papier und deswegen wollte ich nicht noch mehr mitnehmen. Und habe dann nur den gekauft, weil ich, den gab es nicht in dem ersten Action. Und ich finde aber diese... Ja, diese einfachen Designs so toll. Diese, einfach diese Hintergründe sozusagen.
diese verwischten und ja, das fand ich toll, deswegen musste der unbedingt mit. Der Block hat gekostet. Jetzt kommt der Kassenzettel runtergeflogen. Sorry. 1,79. Ich glaube, so viel kosten die immer. Ja, ich fand das echt toll. Auch hier das Rosane. Ja, deswegen durfte der eine hier mit. Den Rest habe ich liegen lassen. Aber die anderen fand ich toll. So mit, das sah so aus wie Laminatparkett so darum und Steinen und so. Das kann man ja auch immer mal gebrauchen eigentlich. Also so Naturmaterialien halt. Also ich fand das richtig cool. Und ja, ich glaube, wir kommen langsam dem Ende zu. Ich habe mir nämlich nur noch Becher gekauft. Und zwar habe ich diese, weil es gibt keine Schnapsbecher bei Action, zumindest nicht in meinem. Und diese Becher hatte ich schon mal von da und die sind eigentlich recht gut. Vor allem diese kleinen Schnapsgläschen, die sind mir manchmal zu klein. Ich gieße dann doch größere Mengen und brauche dann auch größere Becher und die sind recht stabil, die sind echt fest. Die sind richtig cool, deswegen habe ich da nochmal zwei mitgenommen und die haben gekostet, ich muss gucken, 89 Cent pro. Also 25 Stück sind da drin, das ist doch mega. Ja, genau, das musste mit. Dann kann ich wieder Harz gießen. Und ja, das war es soweit. Ich habe mir noch Klamotten gekauft, aber ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich interessant. Und deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Und ja, das war es dann auch schon. Dann, ja, viel Neues gab es nicht im Action, also... Ich kann ja noch mal kurz dazu sagen, ich war in, im neuen Action gewesen in Hanau-Steinheim. Der hat erst vor, ich lege euch mal hier was ins Bild, sonst ist es so langweilig. Vor 2 Wochen, glaube ich, hat er erst eröffnet und da ist nagelneu. Und wenn ihr hier aus der Umgebung kommt, ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Macht alles einen Abflug. Der war mega, der Laden. Also da ist, wie gesagt, alles neu. Da ist, also der ist auch komplett neu gebaut. Die hatten auch alles da, also wirklich alles, alles. Also das Bastelregal war wirklich voll bis zum Anschlag, aber da waren halt einfach so viele Sachen, die ich schon habe oder halt im Moment nicht brauche. Aber der Laden ist wirklich wärmstens zu empfehlen. Also das ist gar kein Vergleich mit dem Laden in Hanau. Der ist mega aufgeräumt in Steinheim und ja, also wer da hinkommt, der kann ja mal gucken. Also ich fand es da ganz toll. Ich werde da noch öfter mal hinfahren. Auch wenn es für mich ein Stück weiter zu fahren ist. Aber ja, ich fand es richtig klasse. Also das Topladen, wirklich auch die Mitarbeiter waren nur am Rumrennen und am Auspacken und Einräumen. Und der ist riesig. Der ist wirklich riesig, der Laden. Ja, also wer aus der Nähe kommt, schaut mal vorbei da. Und ja. Es gab alles, es gab auch Twin-Marker, es gab, also was ihr alle so sucht, es gab auch die ganzen Clear-Stamps mit den, also die normalen Clear-Stamps und die mit den Stanzschablonen, aber die habe ich ja jetzt alle schon. Blöcke gab es auch, wie gesagt, die gab es, es gab die kleinen, es gab große Blöcke, ja, es gab einfach alles. Also, jo, ich war begeistert und ja. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich habe euch wieder vielleicht ein bisschen angefixt, dass ihr zur Action müsst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.